Ja, endlich ist es wieder soweit. An diesem Sonntag, dem 25. November, startet am Theater Hagen das traditionelle Märchen zur Weihnachtszeit. Von den Grimmschen Märchen ist man diesmal abgewichen und diesmal gibt die Prinzessin auf der Erbse nach Hans Christian Andersen die Vorlage für das quirlige und auch glitzernde Familienmusical. Rund 30.000 Menschen werden bis zum 23. Dezember dieses Erlebnis genießen können. Finanziell unterstützt wird das Theaterprojekt von der Märkischen Bank in Hagen. So, das aktuelle Weihnachtsmärchen, was gar kein Märchen ist, sondern ein Musical hier am Theater Hagen auch wieder. Und wieder letztendlich aus der Hand, könnte man sagen, von Intendanten, den Norbert Hilchenbach. Was erwartet uns diesmal? Naja, es ist aus den Händen von mehreren. Erstmal aus den beiden Autoren, Werner Hahn, als derjenige, der den Text geschrieben hat, und Anders Roykoff, der die Musik geschrieben hat. Wir sind aber mittlerweile, glaube ich, auch mit den Darstellern eigentlich ein eingespieltes Team, die dieses Märchen-Musical, es bleibt natürlich auch immer noch ein Märchen, aber es ist nicht in der traditionellen, konventionellen Form ein Märchen. Es wird ein sehr buntes, ein sehr freches wieder, ein sehr lustiges, zum Teil auch skurriles Märchen-Musical, Familien-Musical. Und ich glaube, dass in der Reihe dieser Musicals, die wir jetzt so in den letzten Jahren gemacht haben, es so einen ganz eigenen Stand hat. Wir sind ja auch zum ersten Mal von Grimm weg, machen ein Andersen-Märchen oder haben ein Andersen-Märchen als Vorlage genommen. Gleich bleibt sicherlich der ungeheure Spaß, der auf der Bühne herrscht, der allerdings sich dann natürlich auch in den Zuschauerraum übertragen soll. Und dennoch fehlt es nicht an Ernsthaftigkeit. Es werden alle Generationen angesprochen, diesmal auch wieder wie in den Vorjahren. 30.000 Menschen werden das Musical, das Märchen, wie man es auch nimmt, sehen in diesem Jahr. 30.000 Menschen auch, die sich wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mehr Gedanken machen über das Theater und welche Wolken da im Moment drüber schweben. Ne? Ja, aber daran darf man eigentlich jetzt, wenn man in dieser Arbeit, gerade auch für Kinder, wenn man da dran ist, darf man eigentlich gar nicht so denken. Schlimm wird es nur dann, wenn man es im Umfeld spürt, und so ist es leider auch dadurch, dass wir eingeschränkte Kassenzeiten haben, ist auch unser Märchenverkauf in einer gewissen Art und Weise beeinträchtigt. Wir können den Nachfragen nicht in dieser Art und Weise nachkommen, wie wir das gerne machen möchten. Und das ist im Grunde genommen eine schizophrene Situation. Wir haben in der vergangenen Spielzeit 188.000 Zuschauer gehabt, was für diese Stadt enorm viel ist. Und haben jetzt auch das Glück, dass wir mit allen Produktionen, die wir zurzeit im Spielplan haben, wirklich gut besuchte Vorstellungen haben. Mit anderen Worten, die Nachfrage reißt nicht ab, aber wir können sie nicht bedienen, weil wir nicht die Kassenöffnungszeiten haben. Das macht dann schon große Probleme. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der nächsten Wochen geregelt bekommen, so dass nicht etwas passiert, was wir alle nicht wollen, dass nämlich junge Menschen nicht ins Theater gehen können, weil sie einfach überhaupt nicht bis zur Kasse vorgedrungen sind. Es gibt nicht nur die Kassen, sondern auch die Bürgerämter beispielsweise, wo man auch die Karten bekommt, darauf nochmal hingewiesen. Ja. Das heißt also, nicht Schlange stehen müssen hier vom Theater. So ist es, ja. Man kann natürlich die Bürgerämter besuchen, die leider nicht beraten können, die nur verkaufen können. Sie können online ihre Karten zumindest bestellen, sie können sie nicht zu Hause ausdrucken. Das sind alles Möglichkeiten, um einen fehlenden Besuch bei der Kasse oder einen nicht möglichen Besuch bei der Kasse auszugleichen. Wohlgemerkt, leider ohne Beratung.